Hi, ich bin Niklas, ich bin 23 Jahre alt und ich habe jetzt eine Kamera. Ich bin Mediengestalter, Bild und Ton, also ich mache gerade eine Ausbildung und ich habe mir jetzt vorgenommen, mit meiner neuen Kamera etwas zu vloggen, Videos aufzunehmen, Content zu produzieren. Dafür werde ich dann verschiedene Konzepte, denke ich mal, anzielen. Ich habe Bock, so Selbstexperimente zu machen oder auch einfach normales Vlogging. Damit werde ich jetzt anfangen. Also herzlich willkommen zu Vlog 1. Das Ganze ist noch ziemlich ungewohnt für mich, muss ich sagen. Ja, irgendwie fühle ich mich gerade, als würde ich mich wieder so im Lebenslauf vorstellen. Jo, morgen geht's direkt los. Da habe ich einen Friseurtermin. Und dann nehme ich euch mal mit und werde mal ein bisschen unterwegs filmen und mal ausprobieren, was die Kamera so zu bieten hat. Und vor allem die beiden Objektive, die ich dazu habe. Never mind. Ich dachte, wir sehen uns erst morgen wieder. Aber ich muss jetzt einkaufen gehen und dann kochen wir gleich was zusammen. Das wird bestimmt super. Ich bin auch noch ein bisschen krank. Und ich merke jetzt schon, dass ich auf jeden Fall mehr Sport machen muss, weil die Kamera ist schon ein bisschen schwer, wenn man die so ausgestreckt hält. Und vor allem ist es auch gar nicht, also ihr seid noch sehr nah dran. Genau, der Hund, der kommt aber nicht mit. Da vorne. Alles gut bei dir, Levi? Ich gehe jetzt in den Supermarkt und komme dann gleich wieder zurück und dann gucke ich mal, was es zu essen gibt. Was es zu essen gibt. Bis gleich. Übrigens Pizza. Sehr viel gekocht heute. Aber ja, ne? Käse ist halt Käse. Da kann man nichts gegen sagen. So, guten Morgen. Ich habe mir jetzt gerade Kaffee gemacht und gehe dann gleich mit meinem Hund raus. Dann geht es auch schon gleich zum Friseur. Vielleicht räume ich ein bisschen auf. Meine Wohnung ist etwas unordentlich geraten in den letzten Tagen.
Ja. Kurzer Fun Fact zur Kaffeemaschine. Die war ein Geburtstagsgeschenk meiner Straße. Im wahrsten Sinne des Wortes. An meinem Geburtstag bin ich mit ein paar Freunden dann Gassi gegangen abends. Und dann stand einfach bei meinem Nachbarn zu verschenken vor der Haustür eine Kaffeemaschine. Und die haben wir mitgenommen. Und das ist echt ein gutes Teil, muss ich sagen. Also, not sponsored und so. Also ich habe literally nichts dafür ausgegeben. Und so wie Levi werde ich jetzt gleich auch frühstücken. Ich war letztens mit einem Freund in so einem Museum, da konnte man sich so Bücher mitnehmen. Sehr, sehr cooles Buch, sehr geile Bilder drin. Ich weiß noch nicht, wo ich es hinpacken soll. Immer ein bisschen blöd mit einer kleinen Wohnung. Also, nicht, dass meine Wohnung sehr klein ist. Ich habe auf jeden Fall schon in deutlich kleineren Wohnungen gelebt. Aber irgendwie, Platz ist nie genug, you know? Das hat mir auch jemand auf dem Flohmarkt geschenkt. Das ist eine Obstschale. Eigentlich wollte ich die gar nicht. Aber ich habe mich bequatschen lassen. Die steht jetzt auch immer bei mir rum, obwohl ich sehr selten Obst kaufe. Weil teuer. Aber wenn man dann mal einmal Obst hat, kann man die ja auch. Eine Menge schöne Äpfel sind da jetzt drauf. Und das passt farblich auch zu den Äpfeln. Toll. Amazing. Ich räume jetzt nur noch die Spülmaschine ein. Und dann ist das erste Mal fertig. Und dann, boah, was ist mit meinen Haaren, ey. Ich freue mich wirklich auf den Friseurtermin. Bin gespannt, wie das gleich aussieht. ja, und dann geht's gleich ans nächste Zimmer ran. Juhu, let's go.
bin ein bisschen spät dran und es regnet draußen. Ich laufe aber jetzt eine halbe Stunde. Deswegen sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich angekommen bin. Und dann entscheiden wir zusammen mit dem Justus, was mit meinem Haarschopf passiert. Julia. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und der Justus hat richtig nice meine Haare geschnitten. Vorteil, wenn man Leute hat, die man kennt, die sowas können. Genau, und bei mir gibt's jetzt, wer hätte es gedacht, nochmal Ofenpizza. Das stimmt nicht. Es gibt keine Ofenpizza. Es gibt viel Käsepizza. Das war so ein Doppelpack. Deswegen muss ich das jetzt nochmal essen, weil ich nämlich keine Tiefkühltruhe habe. Ja, ich glaube, dann mache ich so ein kleines Mukbang daraus. Macht man das heutzutage noch? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Aber erstmal gehe ich mit meinem Hund raus. Levi? Wollen wir Gassi gehen? Immer noch richtig Bock, muss ich sagen. Ich glaube aber, dass mir das, also so wie ich das jetzt die ersten zwei Tage gemacht habe, ist das ein bisschen zu detailreich. Ich werde das dann hoffentlich, wenn ich das vorhab, so auf die besonderen Ereignisse reduzieren. Und jetzt nicht so jeden Tag meinen Tagesablauf filmen. Das ist ja alles langweilig, das guckt sich ja keiner an. Ich weiß gar nicht, heute gestern oder heute gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass mich das mehr dazu pusht, auch Sachen zu machen. Deswegen kann das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Das ist einfach so lecker. Ja, 4 Käsesorten. Plus Cheddar und Parmesan. Ich fühle mich wie die Käsefrau aus Mitten im Leben, ey. Ich fühle mich ein bisschen wie Trisha Paytas. Die hat eine Menge aus sich gemacht, die Frau. Unter anderem auch das Kind. Malibu Barbie. Aber ich glaube, gehört zu haben, dass sie es umbenannt hat wieder. Bin ich aber, um echt zu sein, nicht ganz so up to date. Das große Promi-Backen. Taff. Was gibt's noch? So viel Taff wie noch nie. Hör mal, jetzt auch am Wochenende. Geil. Okay. Nee, das werde ich nicht gucken. Gewerbepark. Never mind, ich kann mir das nicht von vorne angucken. Blöd gelaufen. Dann wird's New Girl. Kann ich auch echt empfehlen. Manchmal ein bisschen sehr dumm. Aber
Irgendwie auch geil, dass es die ganze Zeit so drüber ist. Das gibt einem dann irgendwie auch ein bisschen Energie ab. Und das kann ich immer gebrauchen. Morgen habe ich ganz normal Schule wieder. Ich weiß gar nicht, was für ein Fach. Das kann ich mal nachgucken. Bild- und Signaltechnik. Sehr schön. An der Makromedia-Akademie in Köln. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf schon näher eingegangen bin. Ich mache gerade eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Das habe ich ja logisch schon am Anfang gesagt. Und genau, ich bin jetzt gerade in meinem ersten Lehrjahr. Und bei uns läuft das so ab, dass ich erst ein Jahr nur Schule habe quasi. Und dann anderthalb Jahre nur Praktikum. Das heißt, jetzt im September geht es dann für mich in den Betrieb. Welchen weiß ich noch nicht genau. Und dann, genau, bin ich anderthalb Jahre quasi in der Praxis. Bin aber zu dem Zeitpunkt schon komplett ausgelernt. Kann also eigentlich schon alles. Und kann auch als normaler Mediengestalter eingesetzt werden. Genau, und je nachdem, wo ich dann lande, kann es schon auch sein, dass ich danach eine Festanstellung da angeboten bekomme oder ich mich selbstständig mache. Da muss ich mal gucken. Hauptsache, es macht mir Spaß, was ich mache. Und das kann ich sagen, macht es mir auf jeden Fall schon. Das ist auf jeden Fall echt richtig lecker. Möchte ich jetzt schon wieder Bauchschmerzen. Ist einfach auch ein bisschen viel Käse, so, ne? Aber eigentlich, Levi, eigentlich habe ich dagegen nichts. Und solange mein Bauch nicht wehtut. Ich hatte auch ganz lange eine Ofenkäsephase. Da habe ich bestimmt jede Woche einmal Ofenkäse gegessen. Und ich muss sagen, ich könnte es immer noch jede Woche einmal essen. Ich weiß nicht, ob das mein Körper ist, der irgendwelche Signale sendet, dass mir irgendwelche bestimmten Nährstoffe fehlen. Aber eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Ich glaube, ich mag einfach nur Käse. So wie jeder Mensch. Das ist auch der Name. Boah, Entschuldigung. Da war der Mund ein bisschen zu voll. Und so heißt auch, glaube ich, dieses Video. Der mit viel Käse. Das ist er, der Vlog. Am Wochenende fahre ich auf jeden Fall in meine Heimat. Und da gibt es die erste Leiterrunde von einem Ferienlager, wo ich als Betreuer mit hinfahre. Und dann lernt Levi noch den neuen Hund von meiner Schwester kennen. Und auch den neuen Hund von meinen Eltern näher kennen. Wir haben nämlich Anfang des Jahres ist unser Familienhund eingeschläfert worden. Der ist allerdings 15 Jahre alt geworden, also es war schon ein gutes Alter. Und jetzt haben meine Eltern sich dazu entschieden, einen neuen Hund sich zu holen. Und das ist ein kleiner Bolonka Svetna, Simba heißt er. Den Namen kann ich mir nicht so gut merken, weil normalerweise alle unsere Hundenamen mit I enden oder halt ähnlich. Und der ist mir irgendwie sehr fremd. Naja. So, ich esse den Rest der Pizza jetzt alleine auf und guck mal. Ich will überlegen, ob ich morgen in der Schule auch was filmen soll oder kann. Ich glaube eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Deswegen keine Ahnung, wann wir uns wiedersehen. Aber bis dahin
guten Hunger. Falls ihr euch auch was zu essen gemacht habt. Mhm. Achso, und wie süß war bitte der Hund vom Justus. Einfach cute, Julia. Und dass sie auch so ruhig geblieben ist die ganze Zeit während des Haarschnitts. Finde ich krass. Das hat der Levi nicht gekonnt. Aber ist auch okay. Jeder Hund ja auch ein bisschen anders, ne? Turn off the lights.